effektiv, aber du verlierst keine Lebensenergie oder so, ne? Ja. Also ich habe noch nicht versucht, ein Pferd zu reiten. Okay, ja. Da waren natürlich alle ja ganz hin und weg, dass es da Pferde gibt. Ja, das So. dauern. Wir sind leider nicht an der Base, sehe ich gerade. Ich, wo haben wir denn ge... Ah, Achtung. Oh, ist Schnee. Das war letztes Mal nicht. Oh. Direkt tot. Ich habe ihn getroffen mit der Aha. großen Axt. Tja. Ich ändere mal die Auflösung. Wie war das nochmal? Man spielt einfach manchmal. Ah ja, sowas. So viele Spiele. Ja, die große Base ist natürlich jetzt von hier aus relativ weit weg. Sollen wir denn zur kleinen Base jetzt einfach mal laufen und dann mal gucken, was wir so machen können? Ja, also wir Ja, würde ich warten. sagen. Okay, ja, wir warten, liebe Zuschauer, wieder mal auf unsere Mitspieler. Hat sich doch ein bisschen immer schwierig bei Sons of the Forest ergeben, weil man ja die Mission verfolgt und ja, wenn natürlich jemand dann nicht anwesend ist, verpasst er natürlich diese Mission. Aber die dann halb schon zwingend ist zum Erfüllen oder zum Erreichen des Endziels, ist das natürlich doof. Ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wo wir hin Es müssen, müsste aber eigentlich die da sein, da geradeaus, ich in die glaube die Richtung, hier, wo ich gerade ne? laufe. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Weil da ja auch der Hubschrauber ist und wir waren ja in der Nähe vom Hubschrauber, hatten wir ja gebaut, also. Von daher. So, wir laufen mal zurück zu unserer kleinen Base. Gucken mal, was wir da so machen können. Dadurch, dass das jetzt heute die letzte Aufnahmesession zu dem Spiel ist, möchte ich mich jetzt auch nicht verleiten lassen, die Zeit zu nutzen, um schon mal ja so ein bisschen was über meine Meinung über das Spiel zu verkünden. Es hat ja wieder ein Update gegeben, das kann ich sagen. Also es sind jetzt ja, gut, das schreibt gerade, er kommt auch gleich. Es sind jetzt Solarpaneele mit reingekommen. Ja. Aber nichts, was Strom braucht, wahrscheinlich. Doch, es gibt auch Birnen. Birnen, Es gibt lecker. Birnen. Du kannst also jetzt auch Licht machen. Okay. Ja, also du kannst quasi mit den Solarpanelen Strom erzeugen und kannst dann halt damit dann wiederum Licht anmachen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das Licht dann auch nachts brennt, weil eigentlich bräuchtest du ja dann noch eine Batterie und von der Batterie habe ich nichts gelesen. Aber vielleicht haben sie sich einfach gedacht, so, das klappt schon Batterie. irgendwie. Wir sind ja schließlich keine Simulation. So, dann gibt es wohl irgendwie ein neues, ah, das ist ein Lager, müssen wir links halten. Gibt es wohl ein neues Collectible-Item? Ja, auch ganz nett. Und es gibt, was war das letzte? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, war es ein Fernglas? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es war genauso begeisterungswürdig wie die anderen Neuheiten. Ja. Ja. Also es ist schwierig, was über dieses Update eben zu sagen, ohne dann zu kommentieren, was man letztendlich davon hält. Das ist mein Problem an der Sache. Deswegen, ich breche jetzt hier einfach mal ab. Ich werde gleich nochmal die Update-Notizen aufmachen, werde dann nochmal vorlesen, was es jetzt noch Neues gibt. Ich muss sagen, ich habe es für nicht gemerkt, weil es so oder so heute die letzte Aufnahmesession ist. Wenn wir durch sind, ne? Wenn wir durchkommen, genau, richtig. Weil der Udo sagte ja, die Höhle, wo wir jetzt als nächstes rein müssen, die wohl wäre relativ groß und hart. Dass wir da wohl länger für brauchen würden. Und von daher kann natürlich sein, dass wir noch eine weitere Aufnahmesession brauchen.
Wobei, und das sage ich dann auch gleich, nicht, dass ich es vergesse, nächste Woche werden wir also samstags nicht online sein. Das heißt, nächste Woche wird es von Sons of the Forest dann, wenn wir es nächste Woche spielen, dann sonntags die Aufnahmesession geben. Anstatt Scum. Dafür haben wir gestern eben schon Scum gespielt in einer längeren Session und werden jetzt morgen dann auch in einer längeren Session Scum spielen und ja, dann mal sehen. Was ich mir habe überlegt, was man bei Scum auch noch machen müsste, ist wirklich mal so ein, weil wir haben ja so ziemlich jetzt fast alle Waffen. Und es gibt ja diese Zielscheiben, die du aufstellen kannst. Und was ich ganz gerne mal machen würde, weil es gibt ja gar keinen Waffenguide zu Scum. Also ich würde ganz gerne wirklich mal die Waffen alle in einer fixen Entfernung mal ausprobieren, gucken, wie gut die treffen. Und ich kann ja auch Zombies spawnen lassen. Hier ist irgendwo ein Radio. Ja. Ah ja. Warum nimmt er das jetzt nicht? Ah, falsche Taste gedrückt. Böse Musik. Ich wundere mich gerade, warum habe ich eigentlich keinen... Was ist das denn hier? Ich habe hier was gefunden. Ja, mitnehmen. Ja, das ist irgendwie... Armbrust. Was ist das? Eine Armbrust? Eine Armbrust oder ein Bogen? Was? Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist ein Mini-Rapper. Ich habe ein Mini-Rapper gefunden. Nein, wie albern. Nein, wie albern! Nein, wie albern! Wie albern! Egal, cool. Los geht's. Wir brauchen nicht mehr zu laufen. What the fuck? War das ein bisschen doof, aber es geht los. Ja, es ist gut. Fahren lässt es sich nicht. Nein, okay. Das Problem ist, dass du nicht siehst, wo du wirklich hinfährst gerade. Ja, eben, weil du nicht in der dritten Third Person mehr bist. Und das ist irgendwie schwierig, weil auch die Sicht nicht fest ist. Und ich sehe auch gar nicht, wo ich überhaupt hinfahre gerade. Ja, weil du kannst Navi nicht wirklich in die Hand nehmen. Ja. Okay. Aber ich müsste eigentlich jetzt da sein an der Bude. Es geht eigentlich. Findest du? Ja, man darf die Maus nicht bewegen. Das habe ich nur leider getan. So. Boah, ist das albern. Oh, ich bin auf die Fresse gefallen. Ich sehe es. Muss doch jetzt an dem Ding sein. Soll ich dann hochfahren, oder? Ich weiß nicht, du hast dein Motorrad vergessen auf jeden Fall. Echt? Ja, auf der Karte wird es angezeigt, also. Du hast mir das geklaut, wo ist es? Ah, doch, du kannst die Karte wohl benutzen. Ja, du kannst die Karte benutzen, stimmt. Aber mein Motorrad ist weg. Ja, guck auf die Karte, da ist es doch. Ach, da ist es. Geht weiter. Kann man es nicht in den Rucksack tun? Ich habe keine Ahnung, ob man das in den Rucksack tun kann. Okay. So, wir sind da. So, zweimal springen soll man drücken. Dann kann man ab. Würde man absteigen. So. Also anscheinend kann man sich mitnehmen. Doch, du kannst es in die Hand nehmen. Ne, du kannst es in die Hand nehmen, aber du kannst es nicht in dein Invi nehmen.
Nein, das tut es nicht, das stimmt Das, schon. dafür ist es ja auch zu groß. Das wäre ja auch unrealistisch. Muss man ja auch sagen. Und so, wie lässt man es wieder fallen? Einfach G drücken. G. Okay. Ah ja, okay. Ich hab's da hinten geparkt. Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, was unsere Kollegen dazu sagen. Nein, es ist auch ganz gut als Taschenlampe, ne? Muss man allerdings auch sagen. So. Ah, jetzt muss man da wieder neue Blätter reinfüllen. Aha. Wetter. Blätter. So, also wie gesagt, das mit den Solarpanelen. Was brauchst du denn So. für die Solarpanelen? Ja, das ist ja auch mein Problem. Ich wollte es ja jetzt gar nicht, eigentlich gar nicht ansprechen, aber genau das ist mein Problem. Du sagst quasi das, was ich jetzt auch denke. Warum kann ich jetzt hier denn keine Blätter mehr reintun in die Lampen? Wozu brauche ich Solarpaneele? Verdammt. Nein, aber was brauche ich dafür, um das zu bauen? Ja, weiß ich nicht. Ach super, jetzt habe ich mich selber angebrutzelt. Ja, endlich Licht. Nein, endlich Licht. Weil ich zu nah an der Fackel stand beim Anzünden. Ich habe mich nochmal angebrutzelt. Ist das nicht Also, cool? ganz echt gut Licht machen, sage ich dir. Ja, danke. Wie blöd Aber ist ich, das aber die denn? haben das Buch vergrößert. Echt? Da siehst du mich jetzt auch, wie die Schrägen setzt und so weiter. Okay, da muss ich auch mal reingucken. Und X. Wieder zum Beispiel einen Star Olle! einen Zaun setzt. Wir haben Besuch. Warum sagst du das jetzt erst? Ja, weil ich ihn gerade auch erst gesehen habe. Der ist einfach so über den Zaun drüber gesprungen. Also über Ja, das unseren finde ich, Verteidigungszaun. find ich auch cool, dass sie da einfach drüber springen können. Also. Ja, total sinnvoll, ne? Ja. Hat der mir ganz viel Energie abgezogen. Wo Oh, kommt der denn nee, her? ja, Irgendeiner kann hat die ich. Tür offen gelassen. Fällt mir gerade auf. Ich weiß aber nicht, ob es daran jetzt liegt. War super. Jetzt kann ich aber auch. Wo gerade so schön fighten, kann ich ja auch mal sagen, warum ich das nicht für sinnvoll achte. Während ich jetzt gerade auch sterbe. Auch gleich. Die Türe ist kaputt. Das ist es. Die haben den wahrscheinlich kaputt getreten. Oh, da ist noch so ein Viech. Drei Stück sind das hier. Mach ich dir. Oh, ist ja cool. Zieh sie mal weg, ja. Ja, mach das. Dann Ja, kannst du dich also. dann heilen. Nee, kann ich ja nicht. Ich kann ja nur respawnen. Bist du schon tot, oder? Ja, sag ich doch. Warum machst du denn sowas? Das ist ja ätzend. Ja, wem sagst du das? Sie laufen hinter mir her, ne? Ja, wem denn auch sonst? Sie haben ja niemand anderen. So, also, wozu will man Elektrik, wenn man so oder so in dem Sinne nicht wirklich eine Base braucht? Also, wie man jetzt wieder merkt, eine Base ist ja eigentlich eher problematisch, weil du wirst durch die Base eigentlich angreifbar. Und wenn du jetzt in der freien Umgebung umherrennst, ne, bist du eigentlich bewegungsfreier, als wenn du ja, eine Base hast. Die grenzt sich eigentlich ein, aber die grenzt eben deine Gegner nicht ein, weil die haben überhaupt kein Problem. Diese Verteidigungswände sind für den Arsch. Die springen da einfach drüber, als wenn sie gar nicht vorhanden wären. Du kannst Fallen bauen, klar, aber wozu soll man sich den ganzen Aufwand antun? Weil man muss ja gar nicht horten, ne? Man muss ja gar nicht wie ein Bekloppter looten. Man kommt ja auch so klar. Und die Story ist gar nicht lang genug, dass man sich großartig irgendwo sesshaft machen muss. Also deswegen, aber ich, wie gesagt, das ist so. Ich mache einen Respawn. Ich glaube, die hauen gerade unsere Base kaputt. Das ist mir gerade egal, ich muss abbauen. Das glaube ich. Ne, alles gut. Ich.
Ich hänge so lange hier ab. Super. Ich bin jetzt in so einer Base gestartet und da sind auch Mutanten in der Base. Okay. Ja. Hallihallo. Und die kotzen jetzt hier irgendwas an. Was? Die kotzen? Die kotzen. Wer kotzt? Die Mutanten. Also die fallen gerade über ein eingeborenen Dorf her, an dem Machterfall, in dem ich hänge. Ich schaue dem jetzt gerade einfach mal zu. Ich habe für YouTube hätte ich jetzt normalerweise, ne, hätte ich jetzt gar nicht die Aufnahme laufen lassen, aber ich muss sagen, das ist jetzt gerade interessant und ich glaube, ich werde diese Folge auf YouTube nutzen. Ich finde das schön, ich hänge hier ab und die beachten mich gar nicht, aber ich kann jetzt auch nicht runter, weil dann bin ich ja direkt wieder tot. Was für einen Sinn macht das? Soll ich euch retten kommen? Ja, ich bin so oder so am, ich hänge am Machterfall, also ich hänge ab. Ja, das habe ich ja schon verstanden. Die Mutanten hier sind jetzt weg. Okay. Anja, kannst du mir ein Döschen besorgen? Das wollen wir so aber nicht sagen, was du gerade gesagt hast, ne? Ich habe nicht gesagt, besorg mir eine enge Muschi. Nein, du hast gesagt ein Döschen und das könnte ja auch was anderes heißen, ne? Nee, ich meine eine Dose Red Bull, Dirk. Dirk, wir spielen gerade keinen Scam, bitte. Ja, ich suche ja auch schon den Alkohol, ne? Ja, oder die Pilze. Pilze findest du ja. Was die machen, sind ja was. Ja, wir müssen auf jeden Fall, was kam ja nochmal eine Pilz-Expedition machen, weil ja unser Zuschauer ja ganz begeistert von unseren Alkohol-Eskapaden ist. Und ich habe dann gesagt, wir werden ihm auf jeden Fall dann auch mal unsere Pilz-Eskapaden zeigen. Den Code eintippen. Wir werden nochmal einfach ein bisschen Drogen zu uns nehmen. Ja. Willst du mit mir Drogen? Genau, willst du mit mir Drogen nehmen? Jetzt haben sie ein Fass umgeschmissen. Also, ja, ich kann euch mal retten. Nenn ich Scum. Das macht gar keinen Sinn. Ich mach gar keinen Sinn hier jetzt, mich von diesem Machterfall loszumachen, weil ich komme alleine gegen die Eingeborenen eh nicht an. Papa, aber du ist lebst gesperrt. Doch da. Das macht ja gar. Ja, ich war gerade auch so, hä? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Hä? Das macht gar keinen Sinn, warum ist das hier gesperrt? Alea, hä? Hä? Alea, hä? 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 Nee, Alea kommt nicht runter, Alea spielt. Alea kommt nicht runter, Alea spielt. Alea muss die beiden retten. Alea muss die alten Opas retten. Das habe ich nicht gesagt. Oh, unsere Lizenz läuft ab, Anja. Wir müssen wieder Geld ausgeben. Nur weil Carina handysüchtig ist. Computersüchtig. Ja, Wart ab. Nix ab. Ist doch so. Ich hab's doch nur, damit's fair bleibt. Ja. So, lass mich mal gucken. Nee, ist eigentlich frei. Hä? Mama, hä? Hä? Wochenlimit ist erreicht. Wahrscheinlich haben wir gestern das Wochenlimit überschritten. Achso, das Wochenlimit ist erreicht. Entschuldigung, ich habe nicht gelesen. Es gibt aber kein Wochenlimit. Doch, PC hä? Sagt ja. Mama, magst du meinen Müll mitnehmen? Mein Mülleimer ist voll. Oh, Alea. Das ist nur ein Zettelchen. Wir sind online, ja? Jeder kriegt das gerade mit, Alea. Mama, kannst du es auch da vorne in den blauen Karton schmeißen? Und du kannst auch hä sagen. Nix hä. Hä? 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 Und Mama? Ketchup. Headshot? Headshot? Mama ist gleich wieder unten. Es gibt kein Wochenlimit. Das Ding spinnt. Es gibt kein Wochenlimit. Wochenlimit ist erreicht, Gruppe 1. Nee, es gibt ein Wochentagslimit. Es gibt aber keinen für die gesamte Woche. Es gibt nur ein Tageslimit. Es gibt kein Wochenlimit. Ja, dann schalt das Ding doch einfach wieder aus. Ja, ich schalte es auch aus. Das hat man schon mal das Problem. Ja, mit TS.
Wow. Was? Ist Mama unten? Hä? Papa. Was? Ja, die ist im Ronny eine Dose holen. Genau, ich kümmere mich um ihn. Ja, genau, Julian, genau. Ja, du kümmerst dich genau. um ihn. Ja, du kümmerst dich um ihn, alles gut. Kümmert sich. Der kümmert sich. Kümmert sich. Also. Mein Ohr juckt. Du hast 10 Stunden diese Woche auf jeden Fall schon aus der Gruppe 1 gespielt. 10,5 Stunden. Du Wann ist gesagt, das denn passiert? Wir haben Samstag. Sie, wir haben nur alleine 7 Stunden haben wir Hand gespielt, du. Ja, aber 7. Und wir haben Samstag. Das macht keinen Sinn. Ja, 3 Stunden Scam. 3,5 Stunden. Das macht keinen Sinn. Wir haben Samstag. Ja. Ah ja, doch, wir haben wir ja Scam waren ja so gespielt. Fleißig. Ja, wir waren so fleißig. Oh, da habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja, hast du wieder verdrängt, ne? So, aus bis. Okay. Immer. Aus für immer, ja, hätte so gern. So. So. Habe ich dieses nervige, du darfst erst ab 14 Uhr spielen. Nicht mehr. Also ich habe gar keine Zeit mehr zum Spielen. Ich weiß gar nicht, warum spucken die ganze Zeit hier diesen Ständer an? Sekunde, das klingt falsch, wenn ich das so sage. Wir spucken deinen Ständer an. Ich wollte das so gar nicht sagen. Doch. Ich wollte das echt Doch. So nicht sagen. Das war überhaupt nicht so gewollt. Doch. Ja, nicht mehr, ey. Ich weiß ja nicht. Warum spucken die meinen Ständer an? Ich weiß es nicht. Warum macht mich das gerade scharf? Nee, Papa, das war jetzt zu viel. Ja, wenn sie die Zähne nicht hätten. Das ist hier eins zu viel. Aber es ist schön dunkel. Ich mach mal kurz hier meine Lichterkette ein. Romantische ja, Stimmung und so. Ich komme da nicht dran. Das ist doch mhm. Mein Kabel ist einen Millimeter zu kurz. Jetzt muss ich wieder Kletteraktionen machen. Ja. Ja, das soll schon mal vorkommen. Also Udo scheint aber auch da zu sein, weil ich sehe ein B. Ja, ist er auch. Er steht neben mir. Ja, wir wollten an der Wacht, als wir gewartet haben, eigentlich die alte Base noch ein bisschen... Ja, verschönern und vergrößern oder was auch immer. Dann sind wir dann quasi... Getötet worden. Nein, nicht wirklich. Also die ich Base ist ja halt überfallen worden. Ne? Also ich bin nur getötet worden, Dirk nicht. Leute, ey, ich sterb hier gleich nur, weil diese scheiß Kette runtergefallen ist. Ja, sei froh. Wo ist das Vieh? Ronny haben sie da eine Stange rumgekaut. Ja, ne? Okay. Wo ist denn das Vieh? Ah, Nachtsicht. Bah! Nachtsichtgläser sind also so ein Nachtsichtgerät. Das ist noch neu dazugekommen. Okay. So, Rampen und Treppen kann man jetzt besser platzieren. Also sie sind jetzt flexibler baubar. Nach Motto, es gibt eine neue und Falle. Jetzt was neu dazugekommen ist, oder was? Und es gibt, ja genau. Und es gibt jetzt ein Rack für Rüstung. Das gab es also bisher noch nicht. Das war nicht funktionstüchtig, sag ich mal. Mahlzeit. Mahlzeit. Und das war es eigentlich schon an Neuheiten. Aber wir haben das Night 5 haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Wir verraten nicht, was es ist. Ja, wir hören dich. Ja, wir hören dich. Ich häng nur gerade hier so an Boah, so einem Leute, so einen ey, was ist denn hier Machterfall jetzt ab. Die spucken noch immer den Ständer an. Wissen wir, muss ich jetzt zu dir kommen, oder was? Also hier sind, glaube ich, drei... Das ist diese komische Elf. Mutanten. Drei oder vier? Drei Mutanten mit dem Contra, was? Die und spucken ich. Den Ständer an. Leute, ey. Können die Viecher mich nicht mal für eine Sekunde allein lassen? Nein, die spucken alles an hier. Es tut mir leid, sie spucken immer den Ständer an. Spucken die immer noch auf dich, oder was? Die spucken nicht auf mich, die spucken den Ständer an, also den Kochständer. Ich würde gerne Rüstung machen und die nicht gleich wieder verschlagen lassen. Okay, ich bin fast tot.
Sind das Ich. Mutanten oder? Ne, das sind normale, aber 5 Stück oder sowas. Ja, schaffst du das nicht? Also es sind insgesamt 6 Mutanten hier. Ja, das wird schwierig für Das mich wird alleine. auch für uns drei schwierig. Weil ich habe jetzt keine Rüstung mehr. Ja, Ja, ich auch nicht. im Gegensatz zur Höhle sind sie ja hier frei bewegbar. Allerdings kannst du auch frei ausweichen. Das war jetzt das Problem Ja, in der schwierig. Base. Das Die war sind einfach dunkel. über die Mauer drüber gesprungen. Also, Wollen wir mal in die Richtung von den beiden laufen? Weil hier kommen nur schon wieder neue. Jetzt Na haben sie klar, komm. irgendwas, was brennt, umgeschmissen. Gib Und Gas. ja, ich glaube, jetzt laufen sie gerade selber ins Feuer. Ja, Ja, ich sehe, dass einer das ist gut, brennt. Da das ist kommen wir gut mal für wieder dich. welche. Ach nee, das ist der Dirk, der macht gerade Feuerchen. Hau ab, du Affe. Kommt da Einfach schon wieder lauf. hinterher. Ja, aber warum Der verschwinden die nicht schmeißt in der nach Höhle? uns. Es ist doch jetzt Tageslicht. Die vertragen doch kein Tageslicht. Was soll das? Das sind keine Vampire, Papa. Doch, es hieß eigentlich immer in der Erklärung zu diesen Mutanten, Nein, dass das die sind nur keine nachts Vampire. auskommen. Kannst das. Halt das Kreuz doch mal gegen den. Ich häng am Machterfall. Der ist tot. Da hast du Pech gehabt. Ja, das Du, kannst du laut schneid die sagen. doch mal los da. Oder Ja, warum meinst du, ich sollte hau ich, den wenn ich sechs Ordner um? Mutanten um mich rum hab? Da wäre doch nur doof. Die spucken zwar den Ständer an, aber mich lassen sie in Ruhe. Ja, jetzt schon wieder. Jetzt spucken sie schon wieder den Kommen, Ständer dass die an. Das ist armen geil, aber ich Leute treffe von denen keinen. Ne? Ich dachte, die sitzen hier. Doch, die haben ja schon Nee, die gebrannt. sitzen noch weiter hinten. Jetzt habe ich einen getroffen. Der Pistole, aber mit dem Bogen nicht. Oh, da fährt Haben einer den Bogen um. kaputt gemacht? Steht wieder auf, ne? Weißt du, wie schwer die zu töten sind? Nein. Da vorne sitzen welche und beten. Dann Wir lass sie lassen sie beten. mal in Ruhe beten. Wir Ja. laufen links rum. Maler Alles klar. Ingo war ein Mein wunderbarer Rettungsschild. Mann. Lauf weg, Herr ich lauf weg. Ingo. Einen habe ich weggezogen. Alea, ich glaube, die Taschenlampe kannst du aus der Hand legen. Was für eine Ach so. Taschenlampe? Also ich Dein würde. Navi hast du. Also einer ist Lauf. hinter dir her, glaube Ja, ich. das weiß ich. Ich lauf ja weg. Nee, jetzt kommt er wieder zurück. Ich glaube, ich sollte Er mal hat kurz noch nicht. Medizin nehmen. Aber einen habe ich von den Mutanten. Einen von leichten hast du Ach, ich erledigt, ja. friere. Das ist dieses komische Knistern. Ja, Ich das dachte ist gerade, hey, was frieren. ist das? Ich weiß nicht, ich hänge hier ab. Muss mal kurz was essen und trinken. Ja, mach dir mal. Ich hänge hier so lang schön. Du hängst doch. Also, was hast du für ein Ja, nee, Problem? ich hänge und chill. Ich weiß gar nicht, was immer so diese bösen Gerüchte bezüglich Machterfehle Bei ist. der. Komm runter, Das ist komm jetzt total ganz. chillig. Nimm das Messer und Ich kann schneide dich dich nicht mehr. ab. Was macht ihr überhaupt da hinten? Die alte Base Wir weiterbauen. haben auf Die euch alte Base ist gewartet. überfallen worden und ich bin dabei gestorben. Na, das macht ja nichts. War aber nicht diesmal leer, ne? Nein, Nein, ich war nicht da. Ich bin nein, auch gut. gerade erst gekommen. Nein, also es war auch kein Headshot. Da laufen noch zwei solche Affen rum. Links. Ignorieren. Links. Noch Noch links linker. da. Noch mehr Linkser. Also ich Oh, ziehe Alter, die was? ganze Zeit die Viecher weg. Ja, ich bin aber trotzdem nicht allein. Hier ist, glaube ich, nur einer. Ja, ich bin Du auch bist nicht alleine. allein. Tja, tja, tja. Na gut, ich Ja, mach ich mich habe los. wieder einen ra rausgezogen. Ja, ich mach mich los. Ist ja schon gut. Kinder, hört Ah. auf da rumzuspielen und wartet einfach auf uns. Hey, wir warten nicht. Alea denkt, wir kriegen noch einen Kommt wieder Fluss, wo einer. wir abtauchen können. Was? Oh, da Ja, du kommt hast auch noch deine einer. Taucherausrüstung dran. Hat sie Ja. doch. Vom letzten Mal noch. So, ich bin weg. Ich bin lose. Wir laufen mal in den ihre Richtung, dann können die mithelfen. Genau. Aber wir sind noch ziemlich weit entfernt. Wir sind gar nicht Nein. mehr so weit. Nein, so weit ist das nicht. Muss direkt um die Ecke sein. So. Ich esse so lang schon mal was. Also Robben. da würde ich jetzt ehrlich gesagt nichts essen in der Nähe. Er Er hier kann sie oben. beiden auch nicht alleine lassen, ne? Nee, natürlich nicht. Wo kommt der denn Ja, auch her? verloren ohne uns. Eben. Die spawnen bei mir immer. Hörst du doch? Ja. Das Problem ist, ich habe aber auch keinen Ton. Höre Ja, ja es auch ist, nichts. das Spiel ist irgendwie leiser wie sonst. Die haben den
Ton auf jeden Fall genervt. Ja, ich muss das mal kurz lauter stellen. Ich höre nämlich auch nichts, außer dieses... Ich bin schon wieder tot. Ja, irgendwoher kam ein... Schnaufi. Ein Mutant. Keine Ahnung von wo. Der war auf einmal da. Hallo, du? Aber jetzt kann ich zumindest den Ton lauter stellen. Was dann? Macht er doch kaputt? Nee, ich komme nicht ins Optionsmenü, solange ich liege. Gut. Was natürlich sinnvoll ist, weil es ist ja nicht so, als ob man die Zeit nicht irgendwie sinnvoll verbringen könnte, wenn man so liegt und stirbt. Tja, und... Jammerlappen. Ja, ich jammer gerne. Und da das Ganze eigentlich ganz lustig war, würde ich sagen... Dirk steht hier am Wasser, dusselig rum. Nehme ich mal Tabletten. So, ja, und du sollst passiert. Mal hier wegkommen, weil da oben läuft dir da einer rum. Ja, der kommt gerade auf uns zu. Ja, ich habe Tabletten genommen. So. So, Udo, Held, mach das alleine. Nein. Wieso? Der hat uns noch gar nicht gesehen. Wir können uns einfach zurückziehen. Okay. Ich hab auch Tabletten. Siehst du, Udo, Held, mach das alleine. Das ist doch schon erledigt. Ja, siehst du? Ja, ich habe ihn auch eben ein paar Mal getroffen. Ne? Da ist noch ein Mutant. Ja, das ist doch der, der die Scheiße, das war. Ich hab den Verketten erschlagen. Kelvin, Blödmann. Du hast Kelvin erschossen? Erschlagen? Ja. Ja. Komm, lass die uns, denn hierher? Ist er wirklich tot? Ja, ich hab aus Versehen mit der Axt noch draufgeschlagen. Ja, super hast du das gemacht. Naja, egal. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Wir können jetzt hier... Wir können einfach neu laden, das sehe ich auch so. Ja. Nein. Also so scheiße doch. Wie Kelvin ist, ich bin Kelvin zurück. Entschuldigung. Ich hab gedacht, er wäre ein Mutant. Ich ende mal diese lustige Folge doch, an dieser Kelvin, Stelle. Morgen starten wir dann wieder mit ernsthaften Spielen.